herzlich willkommen. Wir sind heute in Deutschland im Frankenland. Und zwar genauer gesagt befinden wir uns in Neuhaus. Und hinter mir ist schon das Zelt aufgebaut, den 3 Tage Franken Express Zeltfest. Da steht am Programm, wir sind bei der Starnacht heute am Samstag angekommen. Und viele Stars sind auch heute auf der Bühne mit dem Tour Franken Express. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Darf auch heute durch den Abend führen und sage herzlich willkommen bei Volks und Tour beim Franken Express. Die Hausherren und Stargäste habe ich gleich schon entdeckt. Andi und Markus, Duo Franken Express, es geht bald los. Markus, wie geht's dir? Ja, anfangs ein bisschen nervös noch, aber ich glaube, das legt sich dann, wenn das Programm am Laufen ist und dann, denke ich mal, passt das schon. Es ist ja nicht so einfach, so ein Festzelt organisieren und es ist der 2. Abend. Gestern wurde dieses Festzelt eröffnet. Andi, wie war die Stimmung? Es war mega, mehr wie erwartet. Mehr wie erwartet. Und für euch ist es ja ein Heimspiel. Ist man dann noch nervöser, oder? Ja, weil man will alles richtig machen. Ne? Und, aber ich glaube, wir haben es gut in Auge gekriegt. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen über euer Zelt dann sprechen. Da gibt es ja viele, viele Einzelheiten und Details, die ganz besonders sind. Aber jetzt nochmal einen Blick hinter die Kulissen. Markus, wann habt ihr eigentlich angefangen, dieses Fest zu organisieren? Organisieren eigentlich vor einem Jahr. Genau vor einem Jahr. Jahr. Genau vor einem Jahr war es ja. Und auf die Idee seid ihr wie gekommen oder wie habt ihr euch die Gäste eingeladen? Welche Gäste? Wer ist da verantwortlich? Eigentlich war es eine Schnapsidee sozusagen. Wir waren hier auf Kirchweih und dann haben wir gesagt, ey, mach mal Zeltfest nächstes Jahr. Wie es die anderen auch alle machen. Probieren wir einfach mal aus. Ja, und dann ist losgegangen. Das Ding ist ins Rollen gekommen. Ja, wir nehmen als Stargast und dann haben wir mit unserem Manager Lothar Franke gesprochen. Und schwuppdiwupp, Toni Marschall, wo heute Abend auch hier ist, ist dann da. Und ja, es nimmt seinen Lauf. Und wer ist da, wer hat jetzt welche Rolle bei euch? Irgendwer ist der Organisatorische und der andere ist eher der Zelt, sag ich mal jetzt, Bewacher. Weil irgendwie habe ich das im Telefoninterview so erfahren vom Andi, dass der Andi eher im Büro gewesen ist und der Markus eher am Gelände. Ja, ich bin eher so der, der dann anpackt. Ich habe ja ein bisschen mehr Kraft wie er, wie man sieht. Ne? Ja, und er macht natürlich schon Büro, Management und alles, ja. Und heute geht es los bei der Starnacht und ihr werdet auch den Abend eröffnen musikalisch. Genau, mit dir zusammen. Mit mir zusammen. Ich freue mich, dass ich mit euch auf der Bühne sein darf. Und ja, jetzt lasse ich euch einmal zu euren Stars und zu euren Fans gehen, denn ihr habt eure Freunde schon neben euch oder hinter euch. Und der Fanshop ist ja auch ganz wichtig, den wollen wir auch noch kennenlernen. Hüttengaudi ist auch angesagt, eine wunderbare Hütte von Jürgen und Manuela, habe ich gehört. Richtig, handangefertigt, ein Wahnsinn nur. Und ihr habt sie ja gestern schon ausgetestet, also ihr wisst, sie klingt perfekt oder sie gibt die perfekte Akustik. Ja, oder? Sie ist wunderbar und eigentlich, man kann nur Danke sagen an unsere besten Freunde, weil ich glaube, die Arbeitsstunden und das Material, das kann man alles gar nicht bezahlen, wenn man es zahlen müsste, glaube ich. Und zum Schluss darf ich euch noch etwas bitten. Ich bin ja das erste Mal bei euch zu Hause im Frankenland. Ich brauche ein bisschen Nachhilfe in Fränkisch. Was würdet ihr mir als erstes empfehlen? Was muss ich unbedingt wissen? Bleib einfach so, wie du bist. Ich glaube, wir Franken, wir verstehen Österreich ganz gut und dann klappt das schon. Gibt es irgendein typisches Wort hier? Wir sagen auch Servus, Hallo oder Prosit, Prosit. Ja. Das gibt es ja überall. Das heißt, aber das haben wir ja schon geübt. Ja. Kerwa haben wir ja mit Studio schon geübt. Das heißt, ich brauche kein fränkisches Wörterbuch. Wir schaffen das heute so auch. Mal hin. Wir bekommen das hin, ja. Dann wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg auf der Bühne. Herzlichen Dank. Franken Express Zeltfest und heuer erstmals mit einer wunderschönen Bühne. Und die Verantwortlichen habe ich neben mir, Jürgen, Manuela, ihr habt diese Bühne gebaut. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, ich bin halt handwerklich ein bisschen geschickt und meine Frau, die unterstützt mich in jeder Hinsicht. Und durch das, dass Anja und Markus beste Freundin von uns sind, haben wir gedacht, wir machen ihr das Geschenk zu ihrem Zeltfest. Wie lange habt ihr gebraucht, diese Bühne zu bauen? Also wenn man denkt, so 7 Wochen nicht durchgehen, also jeden nach ein bisschen. Effektive Arbeit, aber es war trotzdem Spaß. Effektive Arbeit ungefähr eine Woche. Ja. Jürgen, du hast ja gesagt, Hüttengaudi um 0.30 Uhr und da braucht es eine Hütte auch dazu. Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema. Hüttengaudi, du hast auch alles schön eingerichtet, also das heißt, um 0.30 Uhr bist du der Hüttenchef.
Ja, bis zum Schluss mache ich ein wenig Stimmung. Ich bin seit 1997 DJ und unterstütze halt das Fest heute auch ein wenig mit meiner Musik. Ja, und in der eigenen Hütte fühlt man sich am besten und am wohlsten eigentlich? Ja, die Hütte ist gestern enthüllt worden vom Landrat. Und da sind wir natürlich Tränen in die Augen gekommen, weil das war halt unser Baby. Das war jetzt lange unsere Arbeit und da steckt halt Emotion drin. Da steckt Emotion drin. Gibt es auch ein Herzstück in dieser Hütte? Herzstücke? Ja, oder was Spezielles? Ja, da schon die ganze Deko zusammentragen. Wir haben alte Wagenräder, dann haben wir einen alten Flug und das hat halt auch gedauert. Das war alles unsere Arbeit, die komplette Deko und der Bau. Habt ihr die gesammelt oder habt ihr das so zu Hause, Manuela? Haben wir von den Bauern in der Nachbarschaft haben wir zusammengeklappert und haben gefragt, ob die irgendwas Altes für unsere Scheune haben. Und dann haben sie gesagt, ja, und dann haben wir uns verschiedene Sachen rausgesucht. Zusammen geht es im Frankenland viel einfacher. Und da sind wir schon beim Thema. Was ist denn für euch typisch fränkisch? Fränkisch, naja, ich bin eigentlich aus Bayern, aus Niederbayern. Aber fränkisch ist auch urig, das ist gesellig und die Stimmung passt. Ich stehe hier, oder wir stehen gemeinsam, die Maria und ich, vor dem Fanshop. Liebe Maria, du betreust heute auch den Fanshop vom Franken Express. Ja, wir werden heute Abend schauen, dass wir viele CDs verkaufen und zum Beispiel kleine Schnäpschen von der Brennerei Brückhorste, eigens für den Franken Express. Und Hopp? Ja. Hopper Hopper Reiter heißt dieser Schnaps. Ja, genau. Klingt gut und schmeckt auch gut. Nach was schmeckt denn der? Ja, ich finde, der passt da gut in Sekt rein und ist einfach entweder ein kurzer oder eben in den Sekt. Also wenn man möchte, kann man den in den Sekt geben. Beim Sektempfang ist das ja perfekt. Oder auch so pur trinken. Genau. Jeder wie er will. Jeder wie er will. Und was wird am meisten verkauft beim Fanshop? Ja, eigentlich eh die Schnäpsli. Ich habe gesehen, in Franken, da seien sie recht zünftig beim... Da sind sie beim Feiern. Feiern, genau. Ja, und zum Feiern braucht man auch gute Musik und die gibt es dann in Form von der Franken-Express-CD. Genau. Also, noch besser ist natürlich, wenn man sie live anhört. Und da gibt es ja genug Möglichkeiten. Und für alle, die sagen, auch ins Frankenland kann ich nicht kommen, dann kann man sich die CD mitnehmen. Dann. Und vor allem, wie lange stehst du denn heute da? Ja, ich glaube, das wird ziemlich bis in die Früh gehen. Das heißt, der Fanshop hat keine Öffnungszeiten, der ist immer geöffnet. Genau. Und sonst gehen wir extra nochmal zurück und holen das. Kein Problem. Dann wünsche ich dir gute Unterhaltung und viel Spaß beim Fanshop, vor allem, dass viel Geld reinkommt und viel verkauft wird. Und viel Spaß allen, was heute da sein. Heute ist das Franken-Express-Zeltfest und die Starnacht steht an. Und ich habe schon gehört, die Franken sind auch bekannt für ihre wunderbare Kulinarik. Und der Alvin, der hat sich ein paar Tipps parat. Was ist denn so typisch fränkisch? Also typisch fränkisch bei uns ist ein Spanferkel vom Grill, frisch gemacht. Es wird 6 Stunden auf dem Drehspieß gedreht, vorher gut gewürzt. Und dann kommt es richtig mit Sicht auch, also mit der ganzen Optik auch auf den Tisch. Aber nicht nur ein Spanferkel gibt es bei euch heute beim Franken Express Zellfest, ihr habt ja viel mehr anzubieten. Ja, wir haben eine breite Palette an Verköstigungsmöglichkeiten für unsere Gäste parat. Es fängt an mit ganz banalen Sachen wie Pommes, dazu haben wir Currywurst, richtig fränkische Bratwürste, also richtig rohe Bratwürste, die also hier noch in der Umgebung auch gemacht werden. Und dazu natürlich alles, was man so braucht, Currywurst und unsere fränkischen Steaks. Und was glaubst du, geht heute am besten? Das lässt sich immer ganz schlecht beurteilen. Das liegt immer wirklich dran, welche Gäste man hat. Aber ich denke mal, Steaks mit Zwiebeln, das ist schon sowas, was man wirklich gut ankaufen oder verkaufen kann. Dann halte ich dich jetzt nicht länger auf, Alvin. Und ich glaube, da warten schon einige, die wirklich schon Hunger haben. Na, hoffentlich. Da können wir viele davon gebrauchen. Dankeschön. Es ist das Franken Express Zeltfest hier beim TSV Neuhaus. Und hier habe ich den Verantwortlichen auch da. Obmann vom TSV Neuhaus. Vorstand der Verwaltung. Wir sind 3 gleichberechtigte Vorstände und ich bin Vorstand der Verwaltung. Harald, irgendwie seid ihr auch verantwortlich, dass der Franken Express heute bei euch feiern darf. Ja, wir kennen den Andi und den Marco schon, da waren sie nur so klein und die Beziehungen sind nie abgerissen und deswegen findet es da statt. Und das Zelt füllt sich ja bald und wie ist man da, das ist man eigentlich schon stolz, oder? Ja, man ist
stolz, solche berühmten Darsteller, Schauspieler da zu haben. Auf den, das hat man nämlich selten hier. Der letzte war der Paul Breitner, wo hier war. Dann wünschen wir uns allen ein schönes Fest hier beim TSV Neuhaus. Dankeschön, dass wir hier bei euch sein dürfen, denn es ist ein wunderbares Gelände und wir freuen uns auf diese Tage. Ich wünsche allen Aktiven gutes Gelingen und einen schönen Abend. In der Kneipe, da war noch nicht viel los. Auch heute auf der Bühne musikalisch Andreas Schweighofer. Du bist aus Niederbayern angereist. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Genau, Niederbayern, bei Deckendorf bin ich zu Hause. Wie lange ist das zum Anreisen? Ungefähr so 2 Stunden Apps vor euch ungefähr. Aber wer euch kennt, ihr seid nicht nur Musikkollegen, Frankenexpress und Andreas Schweighofer, das sind gute Freunde. Genau, wir haben seit jetzt ungefähr 3 Jahren, ja 3 Jahre nicht ganz, knapp 3 Jahre jetzt gute Freunde, privat und alles sind, ja. Was erwarten wir heute oder was erwartet uns? Also natürlich super Auftritt heute. Schauen wir, dass alles über die Bühne geht. Nein, ich schätze, es wird super heute. Und natürlich dürfen deine Hits auch nicht fehlen. Natürlich, ich habe einige Sachen wieder mit dabei, von mir auch. Wie gesagt, aber auch bekannte Sachen. Ja. Und in wenigen Minuten geht's los eigentlich. Du bist aber, wenn ich jetzt auf den Plan schaue, um 23.30 Uhr auf der Bühne. Genau, ich mache Abschluss nach dem Toni Marschall und mache dann Endspurt heute. Jetzt sind wir ja im Frankenland. Kannst du mir das ein bisschen beschreiben? Was ist denn so typisch fränkisch? Was sagt der Niederbayer, ist denn typisch für die Franken? Keine Ahnung, weil ich ja Niederbayer bin, aber ich denke mal, Franken, keine Ahnung, wirklich nicht. Dann lassen wir uns überraschen, was uns in Niederbayern, sage ich, im Frankenland erwartet heute beim Duo Franken Express. Und wir freuen uns auf einen schönen Abend. Wird super und... Einen weiteren Künstler habe ich getroffen, Marc Sandorf. Du bist heute auch auf der Bühne. Was erwartet uns? Ja, hallo erstmal, guten Tag. Ja, ich bin heute froh, da zu sein und ich darf heute mein Album vorstellen. Das ist also so brandneu. Das kommt also erst in 6 Wochen auf den Markt. Und dadurch bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen testen, wie es beim Publikum ankommt. Aber ich freue mich drauf, dass heute sozusagen Premiere ist und ja, und harre der Dinge, die kommen. Du hast ja voriges Jahr Comeback gefeiert. Wie geht's dir wieder auf der Bühne? Macht's Spaß wieder, oder? Es macht Spaß und ich bin eigentlich überrascht, dass die Leute irgendwo trotzdem so mich annehmen und sich freuen und auch heute wieder einige da sind, die extra deswegen angereist sind und es macht einen stolz, wenn man merkt, die Leute, die lieben einen oder freuen sich anzusehen. Jetzt sprechen wir aber über das Album. Wie viele Titel sind denn drauf? 16 Songs sind drauf. Dabei sind 4 Songs aus der Vergangenheit, weil wir die Brücke von der Vergangenheit rüberschlagen wollten in die Jetztzeit. Aber die anderen 12 sind ganz brandneu. Und gibt es schon einen Lieblingstitel von dir? Ja, Spürst du dein Herz? Das wollen wir heute auf jeden Fall spüren, denn heute geht es wirklich zur Sache beim Frankenexpress Zeltfest. Marc, wir sind ja im Frankenland, du bist ja quasi auch aus dieser Region. Kannst du mir ein bisschen Nachhilfe geben? Was ist denn so typisch fränkisch? Also Franken ist, denke ich, bekannt durch die Nürnberger Kaiserburg. Durch die Lebkuchen, durch die Bratwürste, das Schäuferle, das ist eine Schulter, gebacken oder gebraten bei Hochtemperaturen mit einer richtigen Kruste. Ja, unter anderem der erste FC Nürnberg, also unser Fußballverein hier in der Nähe. Und ja, so im Großen und Ganzen ja, eine nette, gute Kultur im Allgemeinen. Ritter bis ins Mittelalter zurück, also hier ist eigentlich viel zu erleben und zu sehen. Das war jetzt viel Information. Dankeschön für die Nachhilfe im Fränkischen. Bitte, gern schön. Lisa Marie war gestern auf der Bühne beim Duo Franken Express Zeltfest. Lisa Marie, wie war die Stimmung gestern? Einfach nur der Wahnsinn. Also ich habe mich so gefreut auf den gestrigen Abend und die Leute waren super gut drauf, die haben toll mitgemacht, die haben mich auf die Bühne getragen. Es war einfach nur purer Wahnsinn. Ich habe es genossen und es wird für immer in meinem Kopf bleiben. Wunderbar. Und was bietest du an? Welche Musik? Also ich singe sehr gerne Schlager, so wie Helene Fischer. Auch volkstümliche Lieder, auch zusammen mit meinem Vater. Ich mache aber auch sehr gerne Balladen, Musicals und Operetten. Ich bin da auch auf einer Tour dabei. Ja. Wie lange singst du denn schon? Seit ich 7 bin, habe ich mit dem Singen angefangen, also schon ziemlich klein. Und mein Papa hat gesagt, komm Lisa, singen wir mal zusammen ein Lied. Und dann wurde es von 5 Leuten auf 10 Leuten und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich wirklich gemerkt, Singen ist meins, meine Leidenschaft. Und es hat sich dann immer mehr gesteigert. Ja.
Und was ist jetzt das Besondere am Franken Express für dich? Die sind einfach zwei lustige Menschen. Ich liebe sie über alles. Sie sind eine tolle Gruppe, sie machen eine tolle Stimmung. Und ich bin so dankbar, dass die mich eingeladen haben gestern. Und die machen immer wieder was Besonderes aus ihren Auftritten. Und heute genießt du im Publikum? Heute bin ich da, heute genieße ich das Publikum. Sowas muss auch mal sein, sich zurücklehnen und entspannen, mal nicht auf die Bühne zu gehen. Aber ja, das ist für mich immer das Wichtigste, dass man immer mir ansieht, dass man bodenständig bleibt, dass man mit den Menschen geht. Und ja, genau. Beim Duo Franken Express Zeltfest ist auch Thomas Fauser mit dabei, der Sänger aus Liechtenstein kommst du ursprünglich. Richtig, Liechtenstein aus Baden-Württemberg, Schwabenländle. Schwabenländle. Thomas, wie war die Stimmung gestern? Du warst ja direkt da. Ja, ich war gestern da, ich hatte gestern Auftritt. Es war eine Riesenstimmung, das Zelt war richtig gut besucht, war ein richtig schöner Abend. Und heute genießt du quasi als Gast das Festzelt. Ich habe das ein bisschen verlängert hier, habe einen Tag Urlaub gemacht und bin hier geblieben und habe einfach gedacht, ich unterstütze meine Freunde, die Franken Express, und bleibe hier als Gast. Und wie gefällt es dir hier im Frankenland? Einfach schön, ich komme immer wieder gerne her. Was gibt es bei dir musikalisch Neues? Ein ganz neues Lied, wenn ein Mann wie ich noch an Märchen glaubt. Richtig toll und dazu das passende Video. Glaubst du selbst noch an Märchen? Immer, wer glaubt nicht an Märchen? So ist es, und wenn man daran glaubt, dann wären sie auch wahr. Ich hoffe es doch schwer. Was sind denn deine nächsten Pläne, Thomas? Ja, ich versuche jetzt ein Album, oder nicht versuchen, sondern ich werde ein Album machen, das dann irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Wir sind dran in der Arbeit. Dann wünsche ich dir für die Arbeit weiterhin alles Gute und genieße jetzt den Abend noch beim Franken Express. Ja, vielen herzlichen Dank und danke, dass ihr da seid. Er ist bekannt für seine einzigartige Ausstrahlung, für seinen Charme und auch für seine Vielfältigkeit. Und heute gemeinsam mit dem Vater, mit dem Toni Marschall auf der Bühne. Pascal Marschall, schön, dass du auch da bist. Hallo, wie geht's euch? Gut? Uns geht es gut, wir freuen uns, dass ihr da seid. Es ist heute, glaube ich, ein bisschen ein kleineres Zelt, als du gewohnt bist. Ich habe gelesen, 50.000 Personen sind für dich eigentlich so keine Seltenheit. Ja, nicht unbedingt. Also ist es, ich muss sagen, ich habe mich eher auf die kleinen Dinge spezialisiert, weil ich brauche das hautnah. Ich sehe immer gerne in die Augen der Zuhörer und Zuschauer und kommen andere Emotionen auf wie bei vielen Menschen. Also es ist für mich wirksamer, in einem kleinen Rahmen zu musizieren als im großen Rahmen. Pascal, erzähl einmal von dir. Musical-Star, vielfältig, ohne Ende. Wie geht's denn da? Super, also ich habe, ich habe ja lange schon Musik gemacht, dann habe aber einen Beruf gemacht, Hotelfach, habe auch Koch gelernt auch danach und war dann zeitweise raus aus der Musik, nachdem ich meine Musical-Karriere gestartet habe. Auch aus familiären Gründen und bin aber dann wieder zurück zur Musik, weil es einfach für mich das Beste und das Wichtigste ist im Leben. Ja, und auch in die Wiege gelegt, oder? Definitiv. Wie ist das, wenn man in einer Musikerfamilie aufwächst? Ist man da strenger irgendwie mit der Musik oder ist man da irgendwie, ja, wie erlebt man das? Du wirst groß mit Musik. Mein Vater kam immer nach Hause, weil war ich noch sehr klein und wenn es dann, wie gesagt, Schöne Maid war oder irgendwas, das wurde dann nachts noch gehört. Wir haben auch viel zusammen musiziert am Klavier, also so ein bisschen Hausmusik gemacht und wir kennen es nicht anders. Also wie gesagt, mein Bruder damals, der war mit 7 das erste Mal auf der Bühne, ich war 9 und seitdem ist es so. Also wir kennen das nicht anders und bin auch sehr dankbar. Und heute, wie gesagt, eben gemeinsam auf der Bühne. Richtig, genau. Voll. Dann genießt noch die Zeit hier auf der Bühne, abseits der Bühne und wir freuen uns auf euren Auftritt. Vielen Dank. Kinder sind die kleinen. Bevor der Auftritt startet, habe ich Toni Marschall im Hintergrund getroffen. Toni Marschall, über 60 Jahre auf der Bühne, 10.000 Auftritte und jetzt heißt es schon langsam Abschied nehmen. Ja sicher, das mache ich seit einigen Jahren, aber ein Ende ist eigentlich gar nicht abzusehen. Wenn man so verbunden ist mit der Musik wie ich, Musik studiert hat vor allen Dingen und dann schon seit 1965 Schallplatten besingt, bin jetzt im 62. Bühnenjahr. Da muss man sich schon überlegen, hört man auf oder macht man weiter? Ich habe ein Prinzip, weitermachen, ich will mich mal auf der Bühne verabschieden. Also nicht zu Hause, auch im Krankenhaus, nirgendwo, auf der Bühne bei meinen Fans. Tschüss sagen, im letzten Lied und aus, fertig. Und wenn man jetzt über 60 Jahre auf der Bühne ist, gibt es da besondere Geschichten, die einem einfach noch im Hinterkopf bleiben? Ja, das sind die Anfänge. Ich meine, ich habe Operngesang studiert. Und ausgerechnet mit einem Lied, das
keine großen Anforderungen stellt an den Interpreten, bin ich über Nacht berühmt geworden mit der schönen Maid. Da musste ich schon ein paar Jahre darunter leiden, nicht? Das ist der Tralala-Sänger. Ich bin der einzige Schlagersänger neben meinen Söhnen, die ein Staatsexamen haben. Ne? Wenn man dann ständig auf dieses Ding hingewiesen wird, schöne Maid, Tralala, Hauptsache, der Tralala-Sänger, es tut schon weh. Aber inzwischen mache ich den da. Die Leute sollen gucken, wie sie damit fertig werden. Ich habe keine Probleme damit. Aber Toni Marshall ist ja bekannt, ein Stimmungsgarant, ein Entertainer, ein vielfältiges Programm. Und was erwartet uns heute beim Franken-Express-Zeltfest? Ja, international, mit meinem Sohn zusammen. Und die Schlage natürlich, eben schöne Maid heute auch auf die Pauke. Ich fange für euch den Sonnenschein, der Oberförster, all das ist vorhanden. Aber ich will natürlich auch zeigen, dass ich auch noch andere Musik machen kann. Und deshalb kommt Greengrass at Home, da kommt ein internationales Medley, Hey Baby, Mambo No. 5, Macarena, und dann Life is Life. Das sind also so Dinge, wo ich da Akzente setze und das Publikum nimmt das wunderbar an. Es wird dann auch dadurch nie langweilig. Ne? Wenn man so eine Stunde, anderthalb auf der Bühne steht, da kann man nicht nur den Tagesschlager singen, dann irgendwann sagen die Leute, ja, oh, jetzt wird es langweilig. Deshalb versuchen wir, meine beiden Söhne und die Tochter inzwischen, eben ein buntes Programm zu gestalten. Und das kommt beim Publikum sehr gut an. Was sind jetzt Ihre Pläne abseits von der Bühne für die Zukunft? Ja, mal sehen. Also wie hat Beckenbauer gesagt, Maska, warte mal ab. Oder sehen wir mal, das ist echt schon was. Schauen wir mal, jetzt haben wir. Ja, die Zukunft lässt sich nicht beeinflussen in keinster Weise. Gerade in den vielen Jahren habe ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen verloren. Das darf man nicht vergessen. Also, das fing damals an mit Roy Black, 89. Da kam Freddy Breck. Dann kam Travi Deutscher, Rex Gildo. Das lässt sich fortsetzen, unendlich. Und das ist das Einzige, was mich traurig stimmt. Jetzt in diesem Jahr schon drei. Mit Chris Roberts waren wir noch vor ein paar Wochen unterwegs auf Tour. Und gestern jetzt die Andrea Jürgens, die kenne ich ja, wir hatten ja den gleichen Produzenten. Da war sie 10 Jahre, als sie anfing und gleich über Nacht Shootingstar, erfolgreich, hat, was noch niemand geschafft hat, mit einer Weihnachts-LP, 1500 Langspielplan-Exemplare verkauft. Also die hat hier auch musikalische Akzente gesetzt und war eine liebenswerte Künstlerin. Jetzt kaum 50. Kaum 50, noch, hat gar nicht gelebt. Ich werde jetzt im Februar 80. Und da ist es wichtig, man sieht positiv der Zukunft entgegen und für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles, alles erdenklich Gute. Das ist lieb, Clara. Das waren die schönsten Worte am heutigen Tag. Das ist das erste Franken-Express-Zeltfest. Andi und Markus, ja. Wie geht's euch? Ein Wahnsinn! Es ist ein gelungenes Fest und ich glaube, es gibt eine Wiederholung. Ich bin super stolz drauf und es gibt auf jeden Fall wieder ein Franken-Express-Zeltfest 2018. Wie und wann erfahrt ihr rechtzeitig? Über Volkstv und natürlich auch Clara ist dabei. Ich bin wieder mit dabei, das freut mich. Oh ja, und wir dürfen uns gemeinsam verabschieden. Gibt es irgendeinen fränkischen Verabschiedungsgruß? Ja, Moment, ich bin gleich da. Er ist gleich da. Und in der Zwischenzeit sage ich einfach danke fürs Dabeisein hier beim ersten Franken-Express-Zeltfest mit Andi, Markus, du auf Franken-Express und vielen, vielen weiteren tollen Stars. 3 Tage lang wird das Frankenland zum Kessel der Musik. Und, oje, okay, jetzt wird es wirklich fränkisch mit dem Hopper-Hopper-Reiter. Hopper-Reiter. Fränkisch-Reich, okay. Hopper-Reiter, immer weiter durchs Leben. Bis nächstes Jahr. Und wir freuen uns. Wir uns auch. Baba, bis zum nächsten Mal. So, wir stoßen an. Prost. Prost. Und wir sehen auf euch und schaut Volkstv. Mit dir gemeinsam gehen.